Es muss eine politische Lösung geben, es darf keinen Krieg dort geben. Ich sage noch einmal, denkt an die Kinder, denkt an die Frauen, denkt an die Älteren. Ich habe den Eindruck, dass hier noch andere Dinge eine Rolle spielen, als nur die Absetzung eines Diktators. Dieser Krieg, wenn er denn zustande kommt, er wird neuen Hass schüren. Er wird neuen Terror hervorrufen. Zumindest als Christen bekennen, auch aushalten, auch anhören. Und ich möchte Ihnen deshalb ein Wort verkünden. Da sagt Jesus einmal, ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren, wenn ihr nur zu euresgleichen freundlich seid. Das tun auch die, die Gott nicht kennen.